Leute, das erste ernstzunehmende Event in Season 17 steht nächste Woche vor der Tür. Am 20. Juni soll es soweit sein. Das Dressed to Kill Event. Inhaltlich gibt es ein Erbstück, lang ersehnt, lang erwartet und völlig verdient natürlich Horizon. Der Solo-Modus soll kommen. Es soll ein Mid-Season-Update kommen, das eigentlich sehr, sehr fett werden sollte. Ich möchte gleich noch darauf eingehen, was ich mit dem Mid-Season-Update ungefähr erwarte und von was wir uns eventuell verabschieden können, weil eben das Rank-System alles andere als geil ist. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Mid-Season-Update nicht so fett wird wie gedacht. Und deswegen will ich noch mal ganz kurz Stellung zum letzten Video nehmen. Dort habe ich erklärt, warum die meisten jetzt so gut wie keine Punkte mehr für Kills bekommen. Respawn hat nun erkannt, dass viele sich da hochretten, faktisch kaum Kills machen. Und wenn sie Kills machen, dann manchmal eher unverdient. So ist es im Battle Royale. Manchmal machst du einen Abstauber. Viele kriegen keine Punkte, weil der Algorithmus erkennt, oh, der macht ja kaum was. Das System funktioniert einfach mal zu wahrscheinlich 99% nicht. Also viele bekommen zu Unrecht keine Punkte, weil das System absoluter Schrott ist. Natürlich gibt es Leute, die bekommen zu Recht keine Kills, weil sie einfach die ganze Zeit retten. Und deswegen möchte ich darüber nochmal sprechen. Ich habe enorm viel, mit so viel positivem Feedback habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich möchte aber nochmal auf die Leute eingehen, die sich angesprochen gefühlt haben und zum Beispiel gesagt haben, ja, es ist doch ein Battle Royale, es ist doch nur Sinn, Erster zu werden. Natürlich ist es Sinn, Erster zu werden in einem Battle Royale. Das ist das Ziel. Und in den Global Series zum Beispiel oder wenn irgendein Streamer irgendwelche Events macht, irgendwelche Turniere, natürlich siehst du dann viele rumgammeln, weil keiner möchte sich die Blöße geben. Du landest irgendwo, hast einen Topspot, du bist mitten in der Zone, wahrscheinlich auch der Endzone. Geilster Loot der Welt. Warum sollst du dich da wegbewegen? Dann natürlich macht das Sinn, keine Frage. Wenn man so spielt, alles perfekt. Aber ich wollte wirklich einzig und allein die Leute irgendwo anprangern, die wirklich landen und sich nicht bewegen. Ich habe es ganz oft mit meinem Teammate Schweini gehabt. Wir spielen meistens zu zweit, haben immer noch ein Random dabei. Manchmal spiele ich auch dabei alleine. Dann ist einer mit mir geflogen oder ich mit einem Random. Und einer hat sich abgekapselt, weil er nicht der Jumpmaster war. Und ist in irgendeine Felsspalte, in irgendeinen Busch, in irgendeine Ecke. Und hat nichts gemacht, bis die Zone kam. Und dann hat er sich vielleicht bis in die nächste Zone bewegt und hat wieder nichts gemacht. Darum geht es in diesem System. Diese Leute wollte ich irgendwo, oder den Leuten wollte ich irgendwo ins Gewissen reden. Leute, es gibt doch keinen Split in dieser Season. Es gibt noch 50 Tage Zeit, bis auf Dia, bis auf Master oder sonst was zu grinden. Warum also so spielen? Und deswegen will ich mich bei allen entschuldigen, die sich persönlich angegriffen gefühlt haben, die es vielleicht zu Unrecht bekommen haben. Wie gesagt, das System ist alles andere als broken. Und ich möchte natürlich niemandem sagen, der ja mit 5, 6, 7 Kills oder noch mehr rausgeht und keine Punkte bekommt, dass er eine Ratte ist. Natürlich nicht. Mir geht es wirklich um die, die sich gar nicht bewegen. Hört auf, so zu spielen. Darum geht's. Könnt ihr euch wirklich, wenn ihr jetzt hier eure Master Badge seht, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und sagen, cool, ich habe einen Master erreicht. Aber wie? Es geht doch darum, wie habt ihr es erreicht? Könnt ihr stolz drauf sein, weil ihr euch den Arsch aufgerissen habt? Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Darum geht es mir. Und ich sage, für mich ist die Master Badge was wert, weil ich darum gekämpft habe. Und gerade nachdem dieses neue System eingeführt wurde, wo es keine Killpunkte gibt, dauert es einfach arschlange. Und in die Top 10 schaffst du es auch nicht immer sehr, sehr leicht. Ist zumindest meine Erfahrung mittlerweile, seitdem bei vielen das ankam. Ah, es gibt keine Punkte mehr. Natürlich sagt man sich, warum soll ich mir einen Arsch aufreißen? Wenn ich keine Punkte kriege, warum soll ich die Platzierung riskieren? Aber da sind wir wieder beim Punkt, 35 Punkte bezahlst du für eine Runde. Wir haben noch 50 Tage. Wir haben doch noch Zeit. Das ist der Punkt dahinter gewesen. Und nichts anderes wollte ich irgendwie ausdrücken. Und wer sich jetzt noch angegriffen fühlt, weil er wirklich so eine Ratte ist, dann freue ich mich, dass du dich angegriffen fühlst. Daumen hoch an dich. So, jetzt aber. Das Horizon-Erbstück soll nächste Woche kommen, so könnte es aussehen. Meistens sind die Leaks relativ korrekt, also können wir davon ausgehen, dass das Horizon-Erbstück tatsächlich so aussieht. Lange, lange erwartet, viele Legenden wurden vorgezogen. Jetzt ist sie endlich dran und sie hat es mehr als verdient. Laut Leaks könnten es tatsächlich aber auch Morgensterne sein. Müssen wir nächste Woche abwarten oder spätestens im Trailer. Morgen werden wir es wahrscheinlich sowieso sehen. Und der lang erwartete Solo-Modus kommt und da muss ich einfach jetzt mal drüber reden. Dadurch, dass das Ranked-System ja alles andere als geil ist.
Und viele aufgehört haben, in dieser Season Apex zu spielen, weil sie das Ziel Master jetzt, so wie ich jetzt erreicht haben. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal mit Diablo 4 ein bisschen durchstarten, weil ich habe gerade keinen Grund, Apex zu spielen, da ich Apex eigentlich mittlerweile nur noch Ranked spiele und mein Ziel erreicht habe und ich weiß, dass es überhaupt nicht mehr sinnvoll ist, ab Master weiter zu grinden, weil, sind wir ehrlich, nein. Deswegen sehe ich gerade keinen Sinn und Public Games, da habe ich keinen Bock drauf. Nächste Woche zum Solo-Event werde ich definitiv ein bisschen zocken, mal gucken, wie der Solo-Modus ankommt. Aber ansonsten zocke ich jetzt einfach was anderes und ich verstehe die Leute, die jetzt sagen, nee, ich habe einfach keine Lust mehr. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Solo-Modus, dieses Event ein paar Spieler zurückbringt, weil extrem viele aufgehört haben zu zocken, weil eben das Ranked-System so kacke ist. Wie gesagt, der Solo-Modus wird extrem geil, wenn die Regeln, wie ich sie hier zeige, so stimmen. Das sind geleakte Regeln, die wurden schon vor Monaten geleakt. Ich mache das jetzt mal wieder weg. Wer das Englisch versteht, zieht es euch rein. Ich verlinke nochmal das Video, wo ich das alles auf Deutsch übersetzt habe. Das lohnt sich, weil das sind die verrücktesten Regeln, die du dir nur vorstellen kannst für einen Solo-Modus. Und wie gesagt, wenn die Spielerzahlen zurückkommen, wenn das ein Erfolg wird, bin ich überzeugt, dass der Solo-Modus ins Mixtape oder in die Mixtape-Playliste mit reingenommen wird. Es gab auch schon einige Ideen, eben weil gerade das Ranked-System ja absoluter Schrott ist. Und das ist eine Idee, die würde ich absolut feiern, wenn Respawn es schon nicht geschissen bekommt, das Ranked-System zu fixen. Ich gehe aber davon aus, dass zumindest dieses schlechte, das schlechteste Ranked-System aller Zeiten in Season 17, das muss man einfach mal so sagen, das kriegen die irgendwie gefixt. Und wenn sie einfach das System von Season 16, 15 oder weiß der Geier was wieder einführen, ist es immer noch besser als das aktuelle 17. Aber einige hatten die Idee, Mensch, jetzt habe ich ja mein Ziel erreicht, warum kann ich jetzt nicht Duos Ranked spielen? Oder es kommt vielleicht mal ein fester Solo-Modus mit den ganz normalen Standard-Battle-Royale-Regeln ohne irgendeinen Schnickschnack. Warum soll ich nicht da auch Ranked spielen können? Für mich alleine. Wie geil wäre das denn? Das wäre für viele eine Langzeitmotivation, wenn sie vielleicht keine Mates haben oder im Trios merken, okay, pass auf, für mich ist einfach nicht mehr als Dia drinne. Ich habe es erreicht, es gibt keinen Split mehr. Ich möchte jetzt alleine spielen, ich möchte zu zweit spielen und. Da wäre eine gewisse Grind-Langzeit-Motivation. Es ist so eine einfache Idee, es könnte so einfach sein. Respawn nutzt einfach mal wieder eigentlich das Potenzial nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist. Revenant soll eigentlich wegen dem Mid-Season-Update ein fettes Rework bekommen. Es kann sein, dass das nächste Woche nicht passiert. Ich werde morgen nochmal ein extra Video über Revenant raushauen. Revenant Reborn, das ist das Code oder der Codename für dieses ganze Makeover von Revenant. Erstmalig werde ich über die Fähigkeiten reden. Habe ich bis jetzt nie getan. Einer der Hauptgründe, weil wahrscheinlich der nächste Woche nicht kommt und weil an den geleakten Fähigkeiten, die bis Stand von mir aus zu gestern oder vorgestern noch aktuell waren, hat sich jetzt tatsächlich noch ein bisschen was geändert. Also wird Revenant wahrscheinlich nochmal anders kommen, als wir es wahrscheinlich alle vermuten, nach den Leaks, die in den letzten Wochen und Monaten alle so rauskamen. Eigentlich sollen auch Stormpoint und Broken Moon im Mid-Season-Update zurückkommen, weil das Ranked-System nur aber so kacke ist und wahrscheinlich Respawn ganz, ganz lange braucht, um das zu fixen, kann es auch sein, dass die Map-Rotation so bleibt und sich auch da nichts ändert. Eigentlich sind Buffs und Nerfs für nächste Woche angedacht und auch da müssen wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich das nicht passieren wird, weil das Ranked-System gefixt werden muss. Und da wir davon ausgehen können, dass es mitten in der Season, dass da nichts passiert. Wie soll Respawn da jetzt, Respawn wird kein Split jetzt einfügen, da könnt ihr euch davon verabschieden, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass mitten in der Season das so gefixt werden kann, dass alles schön ist. Jetzt ist es eh zu spät. Die müssen einfach diese Season 17 einfach noch durchziehen. So traurig das ist, wir müssen bis Season 18 warten. Also wird genau deswegen das Mid-Season-Update klein ausfallen. Sorry, dass ich jetzt so lange so viel gequatscht habe und vielleicht einfach zu wenig Informationen bei rumkam, aber so ein bisschen Real Talk und so ein bisschen eigene Meinung muss erlaubt sein. Ich bin auf jeden Fall auf eure gespannt. Das war's für heute von mir und morgen gibt's dann ein Video über das Revenant Update. Ihr wisst Bescheid, bis zum nächsten Mal. Dahin, ciao.